Bist du kurz davor oder vielleicht schon mittendrin deinen Businessplan zu schreiben und du überlegst, was der richtige Ablauf ist, was in welcher Reihenfolge erstellt werden muss? Nun, dann bist du heute hier richtig. Businessplan, der richtige Ablauf beim Schreiben. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Ja, und jeden Tag, jedes Jahr helfen wir vielen Menschen dabei, genau diese Businesspläne zu schreiben. Für die Bundesagentur für Arbeit, für das Jobcenter, für die Bank, Investoren oder einfach nur für sich selbst. Nicht selten erleben wir es, dass Klienten zu uns kommen, Gebrauch machen vom kostenfreien Erstgespräch und uns dann sagen, ja, Herr Schäfer, ich habe meinen Businessplan schon fast fertig und legen uns dann 20, 40, 80, 100 Seiten Text auf den Tisch und ich sage, gucken wir mal rein, A, ob das wirklich fertig ist, B, ob das überhaupt richtig angepackt worden ist, das Thema, ob überhaupt die Geschäftsidee tragfähig ist und die dritte Frage ist, wo ist der Finanzplan, wird meistens verneint, habe ich noch nicht. Und hier lade ich dich ein, zuerst mal Gedanken zu machen, was die richtige Reihenfolge ist. Macht es überhaupt Sinn, Text zu schreiben, wenn du gar nicht weißt, dass dein Geschäftsmodell funktioniert, sprich tragfähig ist? Daher also der Gedanke, zuerst zu starten mit dem Finanzteil. Jetzt sagst du dir, ja, woher soll ich denn die Zahl nehmen und wie soll ich mir das alles ausdenken? Nun, das ist ja genau die Rechercheaufgabe, die jeder Kapitän vor sich hat, der seine Route plant. Egal, ob es ein Schiffskapitän ist oder ein Kapitän im Flugzeug ist, der muss sich Gedanken machen, wo er hin will, welche Hindernisse auf ihn zukommen, welche Ressourcen er braucht, was die übliche Dauer ist und wie lange welche Ressource auch reicht. Und das genau ist auch deine Aufgabe, dass bevor du dir die Mühe machst, den gesamten Textteil, die 80 oder 50 oder vielleicht nur 30 Seiten Text zu schreiben, erstmal den Finanzplan in Ordnung bringst, dass der funktioniert, dass der tragfähig ist, dass du davon leben kannst und dass du eventuelle Darlehen auch zurückzahlen kannst. Ansonsten wirst du das einfach wegschmeißen, wenn du nicht als zweiten Schritt erst den Zahlenteil machst und feststellst, das funktioniert nicht. Solche Fälle haben wir leider immer wieder und die Zeit und die Mühe war vergebens. Der zweite Punkt ist, dass du, wenn du zuerst den Zahlenteil machst, den Finanzteil machst, dass du dann noch Änderungen deinem Geschäftsmodell einbaust, dass du vielleicht Produktänderungen, Standortänderungen oder andere Alleinstellungsmerkmale entwickeln musst, die dann später im Textteil sowieso dann verändert hätten werden müssen. Also, fertige zuerst den Zahlenteil an und dann gehst du weiter mit deinem Textteil. Ich gebe dir hierzu mal ein Beispiel von der Gastronomie. Das ist ein häufiges Problem, wenn also eine standortgebundene Gründung vorsteht, dass dann, wenn der richtige Standort gefunden worden ist und du fängst dann erst mit dem Finanzteil und dann mit dem Textteil an und gehst dann vielleicht noch zu Bankeninvestoren, dass du erleben wirst, dass der Standort schon wieder weg ist. Deshalb ist meine wichtige und dringliche Empfehlung, immer mit dem Finanzteil sofort anzufangen, kurz versetzt dann auch den Textteil anzufangen, auch wenn du noch gar keinen Standort hast. Das bedeutet, dass du dann vielleicht hier von der zeitlichen Abfolge deine Standort 1, 2 und 3 gefunden hast und diese dann einsetzt in deinen Finanzplan. Warum ist das so wichtig? Nun, es kann sein, dass der Standort 3 der perfekte ist, wo du sagst, diesen Standort will ich haben. Trotzdem ist es wichtig, dass du deine Pläne schon fertig machst, damit du, wenn du dann zur Bank gehen willst, hier an diesem Punkt schon komplett alles fertig hast. Nun, was bedeutet das? Dass du zunächst mal einen Dummy 1 oder 2 nimmst und den Plan komplett fertig machst, also angepasst auch an den Standort, angepasst an die Zielgruppe und die Leistung daran angelehnt hast und dass du trotzdem parallel weiter suchst, deine Standorte, bis du den richtigen gefunden hast. Das kann sogar sein, dass du hier schon den ersten Banktermin hast, die Bankgespräche begonnen hast und dann erst hier deinen richtigen Standort findest. Wie reagiert jetzt die Bank? Nun, die Bank hat praktisch mit dem Dummy 1 oder 2 den Zahlenteil, den Textteil und auch alle Anlagen bekommen und kriegt jetzt ein Nachtragsschreiben von dir, dass du einen besseren Standort gefunden hast. Nun, das ist wesentlich besser für den Prozess deiner Gründung, als wenn du nur einen Standort hast und der vielleicht weg ist, wenn du dann bei der Bank sitzt, weil der Vermieter nicht mehr warten will. Es bedeutet also für dich, einfach darauf Acht zu geben, dass du gute Standorte meistens nicht alleine als Bewerber hast, sondern da ist genauso wie bei den Wohnungen hier in Berlin sehr extrem, sind da 10, 20 andere Interessenten, die anrufen. Deshalb also, auch wenn du jetzt noch keinen Standort hast, fang mit dem Zahlenteil und dem Textteil an, mache die 80% bis 90% fertig, um dann sozusagen anzupassen an deinen idealen Standort. Das heißt, du nimmst also zunächst mal die B-Projekte, Dummies, fertigst diesen Businessplan und Zahlenteil vollständig an und kannst selbst im Bankgespräch noch das A-Projekt nachbessern.
Nun, was ist der Vorteil insgesamt? Der Vorteil ist, dass die Bank ja alleine, nur deine Hausbank, 3 bis 4 Wochen Wartezeit hat. Und dann geht es meistens noch zu einer Förderbank, zur KfW oder zu deiner Landesbank, ILB, IBB, wie auch immer die heißen, auch nochmal 3 Wochen. Im schlimmsten Fall musst du vielleicht noch bei einigen Programmen zu einer Bürgschaftsbank und dann gehen dir nochmal 3 bis 4 Wochen verloren. Nun, was passiert dann? Dein toller Standort, den du vielleicht schon vor 3 Monaten akquiriert hast, dann hast du erst mit dem Finanzplan angefangen, sind schon mal 2 bis 3 Monate weg, weil du so lange auf die Kostenvoranschläge vom Umbauunternehmen, vom Architekten und vom Küchenbauer gewartet musst. Und dann musstest du noch mal 3 bis 4 Monate warten, bis das Geld kommt. Nun, und kein Vermieter mit einer A-Lage wartet auf dich. Zusammengefasst, fange also heute an mit deinem Finanzplan. Und dazu gehört vor allen Dingen auch, dass du die Angebote besorgst, dass du dir Gedanken machst, wie viel kostet denn ein Architekt, wie viel kostet dann die Küche, Vollküche, Teilküche, wie viel kostet dein Webportal, deine Website, dein Markteintritt. Und zwar nicht Pi mal Daumen, du hast mal gehört, sondern 2 bis bestenfalls sogar 3 Kostenvoranschläge, wo die Nettopreise klar ersichtlich sind, die dann mit hier reinkommen. Erst dann ist es nämlich für dich überhaupt möglich, eine abschließende Planung und eine Bewertung deiner Geschäftsidee zu machen. Erst dann ist es häufig möglich, dass die Vermieter sich mit dir hinsetzen und erst dann kannst du entscheiden, wie viel Kapitalbedarf du hast und welches der Förderprogramme entscheidend sind und zu welchen Banken du gehst. Zusammengefasst also, bitte schreib nicht viele unnötige Seiten Text, wenn dein Zahlenteil nicht steht und suche dir irgendein Dummy-Objekt und fange an, so zu tun, als wenn es das richtige Objekt ist, um die ganze Struktur, das Modell fertig zu bilden. Nun, und dein A-Projekt kannst du später noch integrieren, dann freust du dich und die Bank freut sich, dass sich dein Konzept verbessert hat. Der Vermieter freut sich, dass er einen langfristigen Kunden hat und die Kunden freuen sich, dass du eröffnet hast. Ich wünsche dir viel Erfolg beim richtigen Ablauf des Schreibens deines Businessplans. Zahlen, Text und dann geht es auch schon los zu Investoren oder zu Banken oder zu anderen Fördermittelgebern. Falls du Fragen haben solltest für die Erstellung des Businessplans, gerade für Kreditanträge, Fördermittel, Investoren, kannst du gerne das kostenlose Erstgespräch gleich nutzen. Gerne aber kannst du unseren Kanal auch abonnieren oder weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.